Du sag mal, wo fährst du eigentlich dieses Jahr in Urlaub? Nach Malle. Nach Malle? Du meinst Mallorca? Nein, Malediven. Ach, und wo liegt das? Ganz weit weg. Ach, da fährst du hin? Komisch, der fährt so weit weg. Dabei bin ich immer so nett zu ihm. Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Kalle von Spencer TV. Leute, was man nicht im Kopf hat, das muss man in den Beinen haben. Oder manchmal dann vielleicht doch im Kopf. Ihr kennt das ja. Zeugnisse hat's gegeben. Und was bedeutet das? Dicke Luft. Was? Dicke Luft. Ah, dicke Luft. Ja, das kann sein. Vor allem, wenn das hinten, also von hinten angefangen hat. Eher mit der 6 und nicht mit der 1. Dabei, was sagen die Zahlen schon? Nix. Eben. Heißt ja sehr gut bis ungenügend. Dabei kann es ja ganz andere Probleme geben. Und warum das so ist? Kann einer nicht lesen, weil er ist... Legastheniker. Ja, zum Beispiel. Oder kurzsichtig. Naja, also, ihr kennt einen im Dorf aller Dörfer. Der hat so Probleme. Jedenfalls... mit dir und dich. Leute, seht selbst. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Spencer. Hallo. Leute, heute gibt es Zeugnisse in der Sprachenschule. Ich habe Poldi gesagt, er soll doch gleich mit dem Zeugnis hier vorbeikommen. Also Leute, gleich wird die Tür aufgehen. Poldi kommt rein und zeigt uns Affenstolz. Sein dolles Zeugnis. Tja, es könnte aber auch sein, die Tür geht auf, Poldi kommt rein und zeigt uns gar nichts. Wieso? Weil sein Zeugnis nicht gut ist. Und wenn wir sehen wollen, schreit er, uah, ich will dir fressen. Glaube ich nicht. Hallo Spencer. Hallo Poldi. Hallo Poldi. Na? Schönes Wetter heute, was? Oh ja, das geht so. Und schön, dass wir auch alle gesund sind, nicht? Ja, sehen wir das? Ja, ja Poldi, ja, aber nun zeig doch mal dein Zeugnis. Ich will dir fressen! Na, siehste? Poldi, ja? Wenn du dir statt dich sagst, ja? Dann hast du wahrscheinlich in Deutsch keine besonders gute Note. Ja, stimmt. Du, Spencer! Ja? Wir haben doch heute diesen Zeugnissong, ne? Vorsicht! Poldi und sein tolles Zeugnis! Reiß dich mal zusammen, du! Poldi! Spencer! Ja? Jetzt reg dir mal nicht auf! Das heißt, dich. Ja, ja, ja. Die anderen Noten sind alle gut, da kann ich mich ganz doll was drauf einbilden. Das heißt, mir. Ja, und das freut mir. Das heißt wiederum mich. Oh, Manu, wenn du erstmal eine schlechte Note hast, dann kannst du dir überhaupt nichts mehr merken und kennst dich ja überhaupt nicht mehr aus. Das heißt, dich. Oh, Manu! Was soll denn bloß immer dieses, das heißt, das heißt, das heißt? Wer bestimmt denn das, wie das heißt, hä? Lexi. Also wenn der Lexi das bestimmt. Ich würde genauer sagen, Lexi bestimmt das nicht. Aha. Aber er weiß es. Richtig. Lexi, hallo. Ja, hallo. Lexi, kannst du mal eben rüberkommen? Nein. Was? Ich kann nicht kommen wegen totaler Arbeitsüberlastung. Ach je, ja, dann schick ich dir mal den Poldi, ja? Nein. Poldi, ja? Du gehst jetzt mal zu Lexi. Aber nicht alleine. Du begleitest mir. Das heißt mich. Ja, das siehst du mal, wie wichtig das ist, dass du mitkommst. Ich weiß ja gar nicht, was ich dem Lexi sagen soll. Lexi soll mit dir einen Förderkurs Wenn machen. Wenn du nicht mitkommst, ja? Dann will ich... Na, ja? Du weißt schon. Na. Du... Da rein. Was? Nein. Also gut, Elvis, du hütest das Haus, ja? Ja. Leute, es geht jetzt weiter bei Lexis Pilzhaus. Dass ich da noch mitgehen muss. So, hallo Lexi. Ja. Lexi, es tut mir ja furchtbar leid, aber... Weißt ja. Du, Poldi hat eine 5 in Deutsch. Ja. Braucht dringend einen Förderkurs.
Aber ich kann nicht. Ich habe anderes zu tun. Nichts da anderes zu tun. Zu tun ist zu tun. Und jetzt tun wir Förderkurs. Fang an. Jawohl. Also jetzt auf gar keinen Fall. Was? Sagen ja, wann wir, denn dann, Lexi? Sagen wir die erste Stunde in einer halben Stunde. Ist in Ordnung. Ich erwarte dir eine halbe Stunde beim Kater. Erstens heißt das dich. Ja? Zweitens kommst du zu mir. Nein, du zu mir. Sonst will ich... Na, du weißt schon. Sonst mache ich Happa-Happa mit dich. Poldi. Ja? Poldi. Ja? Pass mal auf, wir wollen ja schließlich was von Lexi. Mhm. Also sei bitte einverstanden damit, dass die Unterrichtsstunde hier stattfindet. Na gut, dann komme ich her mit dem Fahrrad. Also in der Stunde die erste halbe... Nee. Wie war denn das? Der erste Unterricht in einer halben Stunde. Aha, ja, ja. Ja, ich danke dir vielmals, Lexi. Poldi, Poldi, das haut dich echt raus. Das glaube ich auch. Danke, also, Sven. Tschüss. 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 Liebste Mütterschwester Herbst. Oh, ja, die Kraterdämpfe tun ja so gut. Ja. Ich muss kaum noch husten. Ja. Aber ich fühle mich so schwach. Du Arme. Ja, noch mal einatmen. Was macht ihr denn hier? Ja, die Mona, die ist nämlich krank, aber deine Kraterdämpfe tun ihr so gut. Du hast ja jede Menge davon. Ja, ja, zum Glück muss ich mit Kraterdämpfen nicht sparen. Wie war denn das Zeugnis? Och, ja, ja, so lala. Ja, ja, lala. Sag mal, ist schon eine halbe Stunde? Wie meinst du das? Na ja, so halt, eine halbe Stunde, verstehst du das nicht? Nö. Eine halbe Stunde bloß so? Das ist doch bekloppt. Ich will dir... Nö, will ich nicht. Ach, wie schön. Weißt du, ich will jetzt wieder lieber ins Bett. Ja, ich helfe dir, Schwester Herz, komm. Was hat denn die Mona eigentlich? Ja, die Mona, die hat Husten und Schnupfen. Oh. So, aber die Kraterdämpfe haben mir so gut getan. Komm. Ja, das ist gut, dass meine Kraterdämpfe mal für was gut sind, nicht? Ach, wenn ich bloß wüsste, wann halbe Stunde ist. Also, das geht so. Eins, zwei, drei. Auf einem Rad ein Drache. Simsalabim, bamba, saladu, saladim. Auf einem Rad ein Drache. Hallo, Lexi. Was? Ach so, der Schüler. Ist denn die halbe Stunde schon um? Ja, das weiß ja nur keiner. Bei mir ist es Viertel vor halb nach ganz. Naja, also, na dann, dann wollen wir mal. Ja, dann wollen wir mal. Poldi. Ja. Dein Problem ist, dass du nicht weißt, wann du dir bzw. mir oder dich bzw. mich sagen sollst. Ja. Es handelt sich um die Unterscheidung zwischen Dativ oder Akkusativ des Personalpronomens in der zweiten Person Singular. Ja. Hast du verstanden? Nein. Also, du weißt nicht, wann du den Wem-Fall oder den Wen-Fall des Fürwortes in der zweiten Person Einzahl benutzen sollst. Ach so, du meinst, wann ich den Wem-Fall oder den Wen-Fall des Fürwortes in der zweiten Person Einzahl benutzen soll. Na also, ich sehe, Poldi, du hast verstanden. Mm-mm, kein Stück. Sag mal, Lexi, kann das sein, dass du kein besonders guter Lehrer bist? Doch, ich habe das nie behauptet. Na Spencer ja. hat mir diesen Förderkurs aufgebrummt. Ah, ja, jetzt reg dich mal nicht auf, Lexi. Versuch's doch mal mit einem Beispielsatz. Also gut, wenn du sagst... Ja? Hua, oder wie heißt das? Das heißt... Hua! Also... Hua. Ich will dich fressen, dann ist das richtig. Aber Herr Lehrer... Ruhe! Ich will dich fressen. Das ist richtig? Ja, bravo! Lexi, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich machen soll. Wieso richtig sprechen? Ganz einfach. Naja, aber wenn... Ruhe! Ich will dich fressen. Wenn das richtig ist, dann müsste ich jetzt auch zubeißen. Da, aber nein, sprachlich, grammatikalisch ist das richtig. Fressen als solches ist immer falsch. Immer? Ja. Och, Herr Jenimi. Das kannst du gleich mitlernen, Poldi. Es heißt nicht
Herr Jemine, sondern Herr Jemine. Ja, Herr Jemine, Herr Lehrer. Hoppala. Oh, voll wie meine Bücher. Pass doch auf. Ja. Du wolltest den Förderkurs ja hier machen. Wenn ich bei mir müde werde und mir auf den Krater stütze, bricht da nichts zusammen. Siehst du, das heißt, mich auf einen Krater stütze. Mich immer dann, wenn etwas auf ein Ziel gerichtet ist. Auf einen Krater stütze. Mir immer dann, wenn es um eine Person geht. Toll, ja. Wenn du müde bist, dann hören wir für heute auf. Oh ja, Herr Lehrer, ich weiß ja auch schon alles über Akku und Datisativ. Oh, das heißt Dativ und Akkusativ. Ja. Ich möchte dir noch Hausaufgaben. Ich möchte, bei dir müsste man ja sagen, Krateraufgaben aufgeben. Bilde 5 Sätze mit dir und 5 Sätze mit dich. Jawohl, Herr Lehrer, bilde ich gleich 10 Sätze mit dir. Tschüss, Lexi. Untersteh dich, dir zu sagen. Nächste Stunde in 2 Tagen. Wenn du Fragen hast, dann... Ja, ja, dann melde ich mich bei dir. Elvis? Hm? Ich möchte Dirch um etwas bitten. Hm? Würde es Dirch viel ausmachen, Dirch etwas weiter dahin zu stellen? Nein, Spencer. Mirch macht das nichts aus. Mirch kannst du sagen, was du willst. Leute, wir machen weiter und hoffen sehr, dass es Mona besser geht am Hausboot. Was kann ich noch für dich tun, mein Schwesterherz? Ach, vielleicht noch ein bisschen Dampf holen. Dampf? Aber ich kann die doch nicht in der hohlen Hand herholen. Na ja, aber vielleicht in einer Flasche. Ach so. Sag mal, ja sicher. Ja, in einer Flasche. Du meinst Kraterdampf in eine Flasche füllen. Ja, das mache ich. Ja, ja. Aber die muss richtig zum Zumachen sein. Ja, ich glaube, die hier ist ganz gut. Guck mal. Die hier? Richtig. Ja, sag mal, Kraterdampf wird dir doch hoffentlich nicht schaden. Och, das glaube ich nicht. Du kannst ja aber noch mal Poldi fragen. Ja, ist gut. Tschüss, Schwesterherz. Tschüss, Schwesterherz. Dir. Sätze mit dir also. Ein Drache sitzt am Krater und denkt gewaltig nach. Hallo, Poldi. Sag mal, kann ich ein bisschen Dampf aus dem Krater in die Flasche tun? Die Mona ist doch so krank. Ja klar, mach mal. Ah, toll. So, jetzt werde ich meinem Schwesterherz mal Dampf machen. Ich weiß einen Satz. Ein Zwilling sitzt am Krater und füllt die Flaschen auf. Nee, wieder kein Dir drin. Ist das schwer? Sätze mit Dir und Dich sind so schwer. So, Poldi, jetzt kommt unser Zeugnissong. Nix da! Jetzt kommt kein Song! Jetzt nicht! Ja, wann denn dann? Ich gebe euch Bescheid, ich muss Hausaufgaben machen. Oh, tschüss. Bescheid. Ja, Bescheid. Danke, Poldi. Bitte. Du bist ja so gut zu uns. Ja. Ich bin gut zu allen und lieb nett. Aber jetzt muss ich Hausaufgaben machen. Ach, Dir. Ein Koch kam in die Küche und stahl dem Hund ein Ei. Nee, wieder kein Bier drin. Mist! Sag mal. Das ist gut. Sag mal, so Dampf in Flaschen. Du, das wollte ich auch gerade sagen. So Dampf in Flaschen gegen Husten? Ja, bring mir noch eine mit, ja? Woher weißt du, dass ich hingehe? Na, ich kenne auch deine widerliche Neugierde. Bitte? Ich meine deinen riesig großen Wissensdurst. Ja, das stimmt. Bringst eine mit, ja? Ja, aber auch nur, weil du es bist. Danke, Elvis. Bitte. Leute, wo stopfen die Leute Dampf in die Flaschen? Wo lernt einer richtig sprechen? Na, da geht's weiter. Beim Krater. Dich. 5 Sätze mit dem Wort dich. Das kann doch nicht so schwer sein. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte 7 junge Geißlein. Ist auch keins drin. Mann, ich glaube, es gibt überhaupt keinen Satz mit dem Wort dich. Meinst du mich? Ich übersetze. Aber was wollt ihr? Auch ein bisschen von diesem Dampf hier in die Flaschen. Geh
gegen den Husten? Ja. Poldi, dürfen wir? Ja, klar dürft ihr. Da ist wohl der große Dorfhusten ausgebrochen, ne? Nehmt euch Dampf, wie ihr wollt. Oh, prima. Danke, Poldi. Poldi, sag mal, ist denn der Dampf wirklich gut für meine Schwester Mona? Ich glaub schon, genau weiß ich es nicht. Also so richtig sagen kann ich es dir. Hä? Bah, da habe ich einen Satz und ich weiß nicht, welches ich nehmen soll. Wenn ich zurückkomme, dann sage ich es dir. Ja, ist gut. Aber beeil dich, Poldi. Ja, sicher. So, jetzt geht's zu Lexi. Wie heißt ich? Nee, du doch nicht. Hallo, Lexi. Hallo. Sag mal, heißt das kann ich dich nicht sagen oder das kann ich dir nicht sagen? Dir, der Person zugewandt. Aha, und heißt das antworte ich dich oder dir? Auch dir, auch der Person zugewandt. Danke, Lexi. Pass doch auf! Hast du keine Klingel? Doch, aber ich war gerade in Gedanken. Was? Sag mal, was machen die denn da alle in deinem Dampf? Ach, den füllen die in Flaschen gegen Husten. Was? Schub's mal! Ja, sofort. Eins, zwei, drei. Und? Juhu! Komm, Nepi, das gucken wir uns mal an. Ja, und bring auch Flaschen mit. Flaschen? Ja. Ach so, ja, warte. Hallo, Poldi. Das ging ja schneller, als ich dachte. Ja, also der Person zugewandt, sage ich dir, dass ich dir das nicht sagen kann. Hä? Hallo, der Poldi. Ach, nee, ihr wollt jetzt wieder euren Zeugnisquatsch quietschen. Ach nee, du wolltest uns doch Bescheid sagen. Ja, wir wollen auch so ein bisschen da. Aha. Ach, der soll so gesund sein. Ja. Für unsere Stimmen zum Singen, du weißt schon. Ja, also wenn du ein bisschen Dampf übrig hättest. So viel du willst. Nimm Bein. Dich, nur dir. Ja. Ach, Quietschi. Warte, bis ich wiederkomme. Wehe, wenn nicht, ihr wisst schon. Blua und so. Eins, zwei, drei. Hepp, 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 hepp. Schneller. Das ist ein ganz wilder Fahrer. Lexi, wie heißt denn das? Nimm dich nur Dampf oder nimm dir nur Dampf? Die hier, der Person zugewandt, nimm dir nur Dampf. Wieso Dampf? Alles klar, der Person zugewandt, danke. Klingelingeling, weg da, Platz da. Jetzt lass aber mal den alten Otto hier, nee, ja? Hier füll ich ab. Was? Ach, so was. Du bist viel später. Naja, von wegen später. Hey, du bist auch Leute, dick. Ist doch noch genügend Dampf da. Ey, wir sind deine fette Wade, wenn das stört. Was? Fette Wade? Was soll das denn heißen, Poldi? Mach, dass du woanders hinkommst, sonst beiß ich dir. Und das ist die Wade. Mann, jetzt weiß ich es schon wieder nicht. Was hat denn gebrüllt? Ach, nur ein schlechtes Zeugnis, sonst nicht. Wieder ins Pedal tritt der kleine Wildfang. Und du bleibst da liegen, bis ich wiederkomme, sonst hapa, hapa! Sag mal, Lexi, heißt das jetzt, Elvis, ich beiße dir in deine fette Wade? Oder heißt das, Elvis, ich beiße dich in deine fette Wade? Bei beißen ist beides richtig. Bei beißen ist beides? Mhm, jawohl, dir oder dich. Bei beißen, beides richtig. Oh, Jenny, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr beißen. Das wird Elvis sehr angenehm sein. Mich aber nicht, weil ich hätte gerne gebissen. Manu, ich sag gar nichts mehr. Aber du sagst doch noch was. Hä? Ja, was denn? Du sagst, oh Manu, ich sag überhaupt nichts mehr und nö, was denn? Hä?
Also, dass der Poldi uns das mit seinem Dampf so einfach erlaubt. Und so, Jungs, ich glaube, wir haben jetzt genug Dampf eingesteckt, oder? Ja, reicht. Jetzt komm, jetzt gehen wir. Was ist mit dem denn los? Kennt man den gar nicht? Mal was anderes. Was hat er denn? Geht's dir schlecht? Was hast du denn? Willst du mir nichts sagen? Warte, kommt, wir gehen. Poldi, willst du mich fressen? Na, sowas. Tja. Ach, sag doch mal, Poldi, wie heißt das denn nun? Ich beiße dir in die fette Wade oder ich beiße dich in die Dings. Ja, was denn, du beides oder was? Da soll sich einer auskennen. Leute, hört doch mal her. Ja, ganz tolle Idee. Wir können doch ganz viel Dampf in die Flaschen füllen und verkaufen. Ach, du meinst an die Leute in der Stadt, die Husten haben? Ja, wir machen hier beim Krater eine Dampffabrik auf. Oh, da wird der Poldi uns aber was erzählen. Ja. Was wollten wir doch erzählen? Der weiß ja nicht mal mehr, was er dir oder dich sagen kann. Ja. Fragen wir es gar nicht mehr, weil er ja sowieso nichts mehr antwortet. Leute, fressen wird er uns. Der tut nichts mehr. Dem haben sie die Zähne gezogen. Nicht den Kleinen! Nein, lass das sein! Geh weg! Aber Poldi! Leute, wenn man dem Poldi nicht mehr richtiges Deutsch beibringen muss, dann schnappt er am Ende wirklich noch zu. Ich bin's, Poldi, der schönste Jugendsache der Welt, und ich will dich, Poldi. dich fressen. Poldi, du irrst ganz sicher. Ich will dich. Was? Ich hab so einen Durst. Poldi, trinken kannst du mich nicht. Aber fressen. So, Studio ist leer. Tut das meine Stimme gut, Jungs. Aber echt ganz. Ja, so ungefährlich. Poldi mit seiner Fresswut weit weg und trotzdem Katerdämpfe. Gespenstern. Ich nicht. Los, gleich mal an. Was ist denn jetzt los? Überraschung. Ja, weil du so krank bist. Da werde ich gleich wieder gesund. Das heißt doch dich, oder? Was? Dich.
lieben. Ja. Ach ja, guck, da gehen sie und wollen meinen Dampf ausbeuten. Na lass sie doch. Dein Dampf ist wunderbar. Mach doch einfach mit. Kann ich doch nicht mehr. Die haben ja so einen Schiss vor mir. Wenn ich sage, ich will dich fressen, dann ist das Dorf ganz leer gefegt. Weil du das Richtige dich sagst? Ja! Weißt du, solange ich immer das Falsche gesagt habe, da war ja alles gut. Aber wieso? Das war doch falsch. Ja, eben. Und da mussten sie antworten, das heißt dich, wenn ich gesagt habe, dir. Und ich sagte dann, ja, und. Ah, ja, und da wart ihr schon im Gespräch. Ja, schon waren wir im Gespräch. Aber wenn ich jetzt dich sage, da können sie ja nichts mehr antworten. Ich muss gleich zuschnappen. Da ist das Dorf wie leer gefegt. Ich werde noch verhungern. Ach, ich meine. Aber Poldi, ich bin doch Mona. Ja, ach na ja, klar. Naja, aber weißt du, kein Fressen mehr. Kein Gespräch. Poldi, wenn dir das Gespräch wichtiger ist, ja, dann sag doch einfach wieder das Falsche. Hä? Dir? Ja! Das ist gut, das ist eine tolle Idee, das probiere ich. Danke, Mona. Tschüss. Tschüss, Poldi. Und denk dran, dein Dampf ist wunderbar. Hey! Ja, sagt mal, was macht ihr denn da? Wir werden uns das Dampfgefäß doch nicht von Poldi verderben lassen. Aber hört mal, das ist doch viel zu gefährlich. Da kann doch jederzeit da um die Ecke kommen. Ja. Lulu, pass ja auf. Ja, alles klar. Wenn er kommt, lock ihn auf die falsche Fährte. Ja. Wir fliehen mit seinen Kraterdämpfen, klar? Ja, ist gut. Ja. Guck mal, Lulu. Oh, ich will dir fressen. Poldi, das heißt doch dich. Ich weiß. Quietschboy. Da kommt er schon. Nein, nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Nicht weglaufen. Wir sollten ja meinen Zeugnissong singen. Aha. Ja. Los, husch. Ab geht's. Zack, zack. Hopp, hopp. Na, Poldi, dann pass mal auf. Ja. Wozu ist ein Zeugnis da? Weiß nicht. Zeigt es, ob man artig war? Ist das Klassenziel erreichter, wenn man sich vergleicht? Zeigt es, was man wirklich kann? Oder ist da gar nichts dran? In jedem Falle weißt du jetzt, ob man dich versetzt. Herr Lehrer, ist das Hokus Pokus? Und das Zeugnis für den Lokus? Nach den Wochen großer Qual steht am Schluss nur eine Zahl. Sie wird auch Zensur genannt, von 1 bis 6 bekannt. Ja! Was besagt die Zahl denn schon? Oh, ist das nicht ein glatter Hohn? Dass man die 6 Noten gibt, ist wohl sehr beliebt. Herr Lehrer, ist das Hokus Pokus? Und das Zeugnis für den Lokus? Ein Zeugnis, ein Zeugnis! Das wissen nicht nur wir! Ein Zeugnis, ein Zeugnis! Ist bloß ein Stück Papier! Ein Zeugnis, ein Zeugnis! Das wisst ja wohl auch ihr! Ein Zeugnis, ein Zeugnis! Ist bloß Papier! Der Tag, an dem's das Zeugnis gibt, oh, ist so recht nicht sehr beliebt. Denn fallen die Noten miese aus, gibt es kaum zu Haus. Doch bei Poldi gilt das nicht, außer wenn der Poldi spricht. Poldi ist voll Wissensmut, das nächste Mal wird's gut. Ein Zeugnis, Herr Lehrer, ist das Hokus Pokus. Und das Zeugnis für den Lokus? Ja. Ein Zeugnis, ein Zeugnis. Das wissen nicht nur wir. Ein Zeugnis, ein Zeugnis. Ist bloß ein Stück Papier. Ein Zeugnis, oh, was ist das? Ein Zeugnis. Das wisst ja wohl auch ihr. Ein Zeugnis, ein Zeugnis. Ist bloß Papier. Ein Zeugnis, ein Zeugnis. Das wissen nicht nur wir. Ein Zeugnis, ein Zeugnis. Ist doch bloß ein Stück Papier. Ein Zeugnis, ein Zeugnis. Das wisst ja wohl auch ihr. Ein Zeugnis, ein Zeugnis. Ist bloß Papier. Ein Zeugnis. Ist bloß ein Stück Papier. Leute, daran kann man erkennen, dass auch das Falsche manchmal seine Richtigkeit hat. Ja. Tschüss. Tja, manchmal kann das Falsche das Richtige sein. Das haben die aber schön gesagt, nicht wahr? Jo. Ja, und andererseits, dass die wieder so geschäftstüchtig sind und auf einmal Poldis Kraterdämpfe vermarkten wollen? Also ich weiß nicht. Was sagst du dazu? Auf was für Dämpfe stehst du denn? Dämpfe? Ich?
gar keine. Leute, ehe das hier in die falsche Richtung läuft, sage ich lieber, das war's für heute. Daumen hoch und Abo, wenn's gefallen hat. Euer Kalle von Spitzer TV. Kalle? Ja? Fährst du wieder nach Davos? Davos? Ja, da, wo es günstig ist. Ah! So ein Witz aber auch. Nee, da fahre ich nicht hin. Wo fährst du denn hin? In die Lüneburger Heide. Super. Ja, sag ich doch. Wenn das Taschengeld eben aus ist, geht's nicht woanders hin.